Das Wort erhält nun der Kollege Dr. Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, welche Gründe gibt es eigentlich für den Krieg in Afghanistan? Diese Frage steht, auch wenn Sie, Herr Gabriel, den Krieg nicht Krieg nennen wollen, obwohl Bomben geworfen und millionenfach geschossen wird. Das ist nichts anderes als Krieg, Herr Gabriel. Nichts anderes. Sie, Frau Bundeskanzlerin, erklären erstens den Kampf gegen den Terrorismus zum Ziel. Die Terroristen waren und sind in der Al-Qaida organisiert. Deren Lager in Afghanistan sind zerstört, die Finanzströme stillgelegt. Al-Qaida operiert jetzt von Pakistan und anderen Ländern aus. Wenn Sie ernsthaft glauben, Terrorismus mit Krieg bekämpfen zu können, müssten Sie Afghanistan unverzüglich verlassen und in anderen Ländern Krieg führen. Aber das ohne Ende, weil es dann immer irgendwelche Wechsel der Terroristinnen und Terroristen gäbe. Nur mit Krieg kann man niemals wirksam Terrorismus bekämpfen. Im Gegenteil, man erzeugt neuen Terrorismus. Im Krieg sterben immer unbeteiligte Unschuldige. Am Kundus nun auch eindeutig durch die Bundeswehr. Diese haben Angehörige, haben Freundinnen und Freunde, in denen Hass entsteht. So gelingt es den Bin Ladens dieser Erde, immer wieder neue Terroristinnen und Terroristen zu rekrutieren. Einen Bin Laden kann niemand von uns verhindern. Aber dass er so viele Vergewaltakte gewinnen kann, das könnte man verhindern, aber niemals mit Krieg. Hauptursache des globalen Terrorismus ist die Ungerechtigkeit des Westens gegenüber der dritten und der muslimischen Welt. Statt Ausweitung des Krieges auf den Jemen und Somalia wären Friedenslösungen wichtig. Für Afghanistan, für den Irak, für Somalia, für den Jemen und für den Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina. Nur mit einem gerechten Welthandel, mit größerer, nicht selbstnütziger Entwicklungshilfe, mit einer anderen Toleranz zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen lässt sich dem Terrorismus der Boden entziehen und eben nicht mit Krieg. Ihr Ziel soll zweitens darin bestehen, die Taliban zu bekämpfen. Die Taliban sind aber keine internationalen Terroristen, wenngleich sie den Terroristen von Al-Qaida erlaubt haben, in Afghanistan sich auszubilden. Die Taliban haben keine internationalen Ziele, schon gar keine terroristischen, sondern sie wollen ein bestimmtes Regime in Afghanistan wieder errichten, das uns alle nicht gefällt. Präsident Karzai versucht mit bestimmten Taliban einen politischen Ausgleich zu finden. Anders geht es auch nicht. Wenn Sie im Unterschied zu Minister zu Gutenberg ernsthaft glauben, eine demokratische Kultur europäischer Prägung in Afghanistan installieren zu können, werden Sie mit Ihrem Krieg genauso scheitern. Alle Versuche, die Kultur und Struktur des Landes militärisch zu verändern, sind gescheitert. Das gilt für den britischen Versuch, für den sowjetischen Versuch und für den jetzigen Versuch der NATO. Indirekt und wahrscheinlich eher unbewusst bestätigt dies Hans-Ulrich Klose von der SPD, indem er sagt, dass 9 Wochen nach dem Abzug der NATO-Truppen gegenwärtig die alte Taliban-Herrschaft wieder installiert wäre. Mit anderen Worten sagt er, dass der 9-jährige Krieg diesbezüglich völlig sinnlos war, weil er demnach nichts an Strukturen geändert hat. Sie sagen drittens, dass es Ihnen um den zivilen Aufbau ginge, der nur militärisch abgesichert werden müsse, solange keine ausreichende eigene afghanische Sicherheitsstruktur vorhanden wäre. Die Organisation der UNO, die UNDP, hat über den zivilen Aufbau in Afghanistan folgenden Bericht vorgelegt, den Sie, Frau Bundeskanzlerin, leider nur einseitig wiedergegeben haben.
Zunächst stellen sie Verbesserungen fest. Beim Zugang zu Grundschulen gibt es einen Anstieg von 54% auf 60% der Kinder. Nach 9 Jahren Krieg von 54% auf 60% der Kinder. Bei der Alphabetisierung gibt es einen Anstieg von 34% auf 36,5% der Bevölkerung. Die Kindersterblichkeit ist von 257 auf 191 bei 1.000 geborenen Kindern reduziert worden. Der Zugang zu Wasser ist von 23 auf 41,4% der Bewohnerinnen und Bewohner angestiegen. Und dann beschäftigt sich der UN-Bericht mit Verschlechterungen und stellt fest, Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, sind von 33% auf 42% der Bevölkerung angestiegen. Die Unterernährung betrifft nicht mehr 30, sondern 39% der Bürgerinnen und Bürger. Der Zugang zu sanitären Einrichtungen erlebte einen Rückgang von 12 auf nur noch 5,2% der Bevölkerung. Menschen, die in Slums leben, sind nicht mehr 2,4 Millionen, sondern 4,5 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner. Arbeitslosigkeit von Jugendlichen stieg von 26% auf 47% an. Mohnfelder zur Gewinnung von Rauschgift umfassen nicht mehr 131.000, sondern 193.000 Hektar. Zusammengefasst heißt das, dass sich die Situation trotz einiger Fortschritte letztlich nicht verbessert, sondern deutlich verschlechtert hat. Die Hauptrichtung war nie der zivile Aufbau, denn die USA setzen 10-mal so viel Geld für die Finanzierung des Krieges im Unterschied zur Entwicklungshilfe ein. Deutschland setzt 4-mal so viel Geld für den Krieg wie für die Entwicklungshilfe ein. Es gibt 6 afghanische Organisationen der Zivilgesellschaft, die von der Afghanistan-Konferenz in London wörtlich Folgendes fordern. Ich darf zitieren, Herr Präsident. Die Entwicklung Afghanistans muss durch Afghanen erfolgen und rechenschaftspflichtig gegenüber den afghanischen Bürgerinnen und Bürgern sein. Die Entwicklungshilfe sollte nicht mit militärischen Zielen verbunden werden. Hilfe ist keine Waffe. Ende des Zitats. Dieser Forderung schließt sich die Fraktion Die Linke in vollem Umfang an. Sie sagen es nicht, Frau Bundeskanzlerin, aber viele vermuten, dass es Ihnen viertens auch um ökonomische Ziele geht. Es gab langjährige Verhandlungen der USA mit den Taliban um eine Erdgasleitung von Turkmenistan über Afghanistan nach Pakistan. Sie wollten diese bauen. Mehr Unabhängigkeit von Russland war und ist ebenso das Ziel wie gigantische Profite. Während eines Krieges kann man keine Erdgasleitung bauen. Selbst solche Strategen brauchten irgendwann ein Ende des Krieges. Im Übrigen darf doch aber noch darauf hingewiesen werden, dass solche Motive für Kriege nicht nur höchst unmoralisch, sondern auch eindeutig völkerrechtswidrig sind. Zusammenfassend gibt es also keinen anderen verantwortbaren Weg für Afghanistan und für Deutschland als den Weg des Abzugs der Bundeswehr, und zwar ohne Bedingungen, vollständig und sofort. Und das heißt noch in diesem Jahr, verbunden mit einer deutlichen Aufstockung der Mittel für den zivilen Aufbau. Nur wenn ein solcher ziviler Aufbau stattfindet, nur wenn die Menschen eine neue und höhere Lebensqualität erfahren, kann man sie so stark motivieren, dass sie diskriminierende, kulturell unerträgliche Herrschaftsstrukturen der Taliban so sehr ablehnen, dass sie nicht, schon gar nicht dauerhaft wieder installiert werden können. Die Afghaninnen und Afghanen können sich nur selbst befreien. Dabei können wir helfen, aber dies niemals militärisch erzwingen. Die Bundesregierung geht weiter einen völlig falschen Weg. Die Aufstockung der Zahl der Soldaten, egal welche Motive sie angeben, führt zu einer Verschärfung und nicht zu einer Verbesserung der Situation. Die SPD unterstützt es wie gewohnt und verkündet zusammen mit einigen aus der Regierung, andere in der Regierung sehen das offenbar anders, als neue Entscheidung, dass sie dann,
wenn die USA mit einem Truppenabzug 2011 beginnen, ebenfalls damit beginnen wollen, wobei kein Termin für das Ende des Abzugs benannt wird. Die Logik, erst aufzustocken, um dann mit dem Abzug zu beginnen, ist zwar nicht nachvollziehbar, aber wenn das neu ist, dann heißt das ja, dass diese Vertreter der Regierung und der SPD bisher der Meinung waren, länger als die USA in Afghanistan zu bleiben. Das scheint mir doch mehr als erstaunlich. Im Übrigen bleibt auch Folgendes unerklärbar. Wenn in 9 Jahren die Ausbildung von Armee und Polizei nicht gelungen ist, sodass laut Hans-Ulrich Klose 9 Wochen nach Abzug der Truppen der NATO die alte Taliban-Herrschaft wieder etabliert wäre, wie wollen Sie dann innerhalb eines Jahres das zustande bringen, was Ihnen in 9 Jahren nicht gelungen ist? Daran können nicht einmal Sie selbst glauben. Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben kein Konzept. Sie stocken die Zahl der Soldaten auf und wollen nicht wissen oder wissen auch nicht, wie sie endlich die Situation beherrschen können, wie die Soldaten aus Afghanistan herauskommen können. Ihnen fehlt der Mut, wie Ihnen Länder wie Kanada und die Niederlande gezeigt haben bzw. beginnen zu zeigen, den USA und anderen NATO-Partnern einfach und deutlich zu sagen, wir ziehen die Bundeswehr ab. Wir halten den Krieg für das falsche Mittel. Wir wollen den Afghaninnen und Afghanen wirksam, aber das heißt zivil helfen. Wenn Sie den Mumm bewiesen, Frau Bundeskanzlerin Merkel, dann könnten Sie diesbezüglich positiv in die Geschichte eingehen. Aber wenn Sie den USA diesbezüglich nur hinterherrennen, schaden Sie nicht nur Afghanistan, sondern auch unserem Land. Die einzige Fraktion im Bundestag, die schon immer klar gegen diesen Krieg gesprochen hat und dabei bleiben wird, das ist die Fraktion Die Linke. Und darauf, Herr Gabriel, bin ich stolz.